Meinst du, es ist vorbei? Für Nikki ist es vorbei, aber nichts für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Na, super. Und damit herzlich willkommen zu Watch Dogs. Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jax und ich sind fertig, wenn du kommst. Und genauso sieht es nämlich aus. Es ist nicht nur so, dass mittlerweile diverse Fixer hinter uns her sind, weil wir einfach mal unheimlich viel Lösegeld bringen würden. Es ist auch noch so, dass ihr gerade die Polizei einen großen Tipp bekommen hat, wer der Rächer sein könnte. Naja, und irgendwie ist die halb Chicago hinter uns her, was heißt halb eigentlich ganz Chicago. Wir müssen jetzt einfach mal weg, nachdem wir letztes Mal Nikki befreit haben. Da hinten ist so ein abgefangenes Audiolog, was ich komplett vergessen habe. Oh Mann. Naja, wer hätte gedacht, dass es jetzt noch sinnvoll wäre, irgendetwas Spannendes zu finden. So, ja, wir müssen Nikki und Jax abholen. Also, ab ins Auto. Doch zuvor erstmal unser kleines Navigationsgerät einschalten. Und Moment mal, kann ich vielleicht schnell reisen? Ich bin hier, ich will nach da. Nein, kann ich nicht. Gut, dann fahren wir eben. Dann gucken wir mal, wie wir durch Chicago durchkommen und ob uns eventuell irgendjemand verfolgt, ob uns irgendjemand haben will. Denn schließlich wurde uns ja gesagt, dass die Cops gerade einen Tipp zum Rächer bekommen haben. Interessanterweise sind natürlich wir das. Wer hätte es gedacht? Okay. Dann ab in die City. Entschuldigung. Ja, ich könnte jetzt hier so einen Fixer-Auftakt machen. Das wäre aber, glaube ich, bei der Population, die hinter mir her ist, ganz schön dumm. Am besten so wenig wie möglich auffallen. Naja, so wenig wie möglich halt. Wir wollen ja schließlich auch noch in einer gescheiten Zeit zu unserer Kampagne kommen, nicht wahr? So. Oh. Junge, 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 Junge. Naja, so viel Schaden hat er jetzt nicht genommen. Dann können wir noch weiternehmen. Der langsamste Wagen ist er ja nicht, aber die Straßen sind ganz schön rutschig, ne? So, okay. Fahren wir ein Stück weiter. Was für ein bescheidenes Mistwetter. Okay, so viel ist es ja nicht mehr, bis wir Nikki abholen. Ach, wir müssen natürlich auch mit dem Wagen dann noch fliehen. Das ist natürlich auch... Ja, vielleicht sollte ich mal vorher noch einen anderen Wagen holen. Obwohl, funktionieren tut er trotzdem. Wahrscheinlich würde es so sein, dass wir Nikki und Jax abholen. Und ganz per Zufall haben wir plötzlich ganz viele Fixer hinter uns. Oder viele Bullen. Wir können mal versuchen zu fliehen. Das wäre natürlich ungut, aber wahrscheinlich wird es genau darauf hinauslaufen. Sehr ärgerlich. So. Ja, ich bin auf der Straße, Junge. Stell dir mal nichts so an. Thank you.
Kalko gleich die Polizei zu rufen. Nur weil ich mal ein bisschen abkürzt, was soll das? Ach, so sieht es ja also bei Regen aus. Verstehe. Okay. Dann auf zu unserer Kampagnenmission. Geister der Vergangenheit. Ich bin gerade am Überlegen, ob das nicht schon mal am Anfang so eine Mission war, die genauso hieß. Akt 4. Geister der Vergangenheit. Ich habe mich so angestrengt, Nikki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Oh, das Wetter hat sich geändert. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Er ist ein Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! Nein, wirklich? Jax, halt den Kopf schön unten. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Aiden, das sind Polizisten. Ich weiß. Warum fliehen wir vor der Polizei? Die können uns helfen. Nein, die helfen uns. Warum? Was? Ich wurde von der Polizei entdeckt, dann ist es gescheitert? Miese Nummer. Wow. Jax, halt den Kopf schön unten. Das sind Polizisten. An alle Einheiten. Eine Hochleistungspatrouille ist vor der Polizei. Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Wow, würde ich sonst hinfahren sollen. Okay, im Auto verstecken funktioniert nicht. Wie super nervig. Wie soll man denn da aus der Stadt rauskommen? Jax, halt den Kopf schön unten. Das sind Polizisten. Okay. Fliegen wir vor der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um dich. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Ja, das ist kompliziert. Zumal ich nicht weiß, wo ich hin soll. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Getan, um mich rauszuholen.
Nur das, was ich muss. Wir checken jetzt das Gebiet westlich von euch. Nein, bitte nicht. Geht einfach wieder weg. Bitte. Das ist eine dunkle Ecke. Einfach wieder gehen. Hier ist niemand. Na toll. Wie hätte ich denn da wegkommen sollen? Alter! Miese Nummer! So. Außenrum, Kollege. Also alles aus den Nachrichten. Die Morde. May Stadium. Das warst du? Ah, das waren wir nicht alles. Oh Gott. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich muss. Nördlich von eurer Position nach. Ich wollte sagen, noch mehr undercover kann ich aber nicht fahren. Wo mir gerade einfällt, ich könnte ja eigentlich mal genau ein Ziel setzen, wo ich hin muss. Na super, bloß nicht entdecken lassen. Dann sind wir zurück, aber hier ist ein Heli. So. Doch nicht. So. So nämlich. Haha. Wo versteckt sich der Kerl? Kann ihn jemand sehen? Ein bisschen Gas geben und einfach nur rauskommen. Am besten nicht stehen bleiben. Genau, jetzt aus dem Bereich, einfach mal raus. Ja! Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Und jetzt? Sollen wir von vorne anfangen? Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Ich hoffte. Die Dinge werden sich ändern. Versprochen. Keine Versprechen mehr, Amy. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von ihr fortbringen. Und was dann? Wir könnten den Staat verlassen und bei... Nein, sag's mir nicht. Sag es niemandem. Der klingt aber auch schon so, als hätte er besten Zeiten hinter sich gelassen. Naja. War auch eine krasse Flucht. Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren? Und ich dir nachlieb. Und du wolltest mich loswerden, aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht. Oder Hockey. Und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umziehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bye, Jax. Ja, Akt 4, Geister der Vergangenheit. Mission beendet, aber sehr dramatisch. In der Tat sehr dramatisch. Schade eigentlich. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Branks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn's sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammt, so. Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem.
Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Ach was. Alles geht wieder zu Merlot hin, oder wie? Nikki wird nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Das ist ja grausam. Wir sehen unsere Familie nie wieder und haben jetzt nur Rache. Das ist voll nicht gut, ey. Also das ist wirklich mal nicht gut. Vor allen Dingen kriegen wir davon unsere Familie auch nicht wieder. Das ist doch Käse. So, was haben wir denn hier an Skillpunkten, die wir nochmal reinballern können? Kritischer Fokus. Stealth Sprint. Ich habe hier für den Kampf gar nichts gemacht. Das ist ja witzig. Pyrotechniker. Habe ich auch nicht gemacht. Ja, bei Hacken habe ich jetzt fast alles. Naja. Okay, bevor wir dann zur nächsten Mission fahren, verabschiede ich mich für heute. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann holt euch ein Abo. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen rauf. Ja, und damit bin ich noch mich zu verabschieden. Das war Watch Dogs. Ich bin Le Chris. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschaußen!